Hallo liebe Wachtbergerinnen und Wachtberger, ich begrüße Sie heute aus dem schönen Töpferort Adendorf. Adendorf, mein Heimatort, hat einiges zu bieten. Wir haben ein Kino, wir haben einen Kiosk, wir haben eine Bäckerei, wir haben einen Grill und wir haben natürlich jedes Jahr den schönen Martinsmarkt hier auf dem Dorfplatz. Es lohnt sich also immer, mal hierher zu kommen und sich das anzuschauen. Wir haben natürlich auch einiges im Ort, was wir schon erreicht haben für den Ort selber. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Schulwegsicherung. Wir haben es erreicht, dass der Schulweg jetzt wirklich über das Fädchen und hinten in der Turnhalle lang, über die Straße auf der Hostad, einiges sicherer geworden ist. Sie ist beleuchtet. Ein großer Meilenstein wird dieses Jahr hoffentlich noch angegangen, nämlich der Ausbau dieser Bushaltestelle hier an der Kirche. Dann wird auch der zweite Zebrastreifen kommen, der dann ein sicheres Überqueren unserer Schulkinder über die Töpferstraße ermöglicht. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben natürlich noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen in Adendorf. So ist zum Beispiel die Parkplatzsituation unbefriedigend nach wie vor. Auf der Töpferstraße wird immer noch zu schnell gefahren. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir da eine Lösung finden, weil das Queren, das Rausfahren aus den einzelnen Nebenstraßen gestaltet sich immer als schwierig und auch als gefährlich. Ein weiteres großes Thema ist natürlich, was wir hier in Adendorf auch haben wollen und was ich auch sehr vorantreibe, ist der Breitbandausbau. Also das schnelle Glasfaserkabel hier in Adendorf. Da hoffe ich, dass wir das alsbald hinbekommen, um auch wieder Adendorf einen weiteren Schritt in die Zukunft zu bringen. Das war es erstmal von mir. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Ihr Jörg Schmidt.